Was sind die vier wichtigsten Fragen eines Anwalts, wenn er ein neues Mandat annimmt? Wie komme ich an Geld? Wer ist mein Mandant? Wer ist der Gegner? Und wie komme ich an Geld? Ja, das liebe Geld, wir sprachen es schon mal an. Rechtsanwälte ernähren sich nämlich nicht wie andere Menschen von Obst, Gemüse oder Fleisch, sondern zu 70% von Geld. Und es gibt zwei Möglichkeiten, wie man auch schon als junger Anwalt, also ein Larvenanwalt, zu Geld kommen kann. Einmal als Angestellter und einmal als Selbstständiger. Aber wie viel ist es denn nun? Wir klären es heute in diesem Video und vorher schreibt ihr mir mal unten in die Kommentare, ob ihr lieber Selbstständiger oder Angestellter wärt. Also, los geht's. Punkt Uno, als Angestellter. Hat man sich dafür entschieden, die ersten Jahre oder womöglich auch für immer für jemand anderen zu knechten, wird man sich natürlich neben der Frage, welche Interessengebiete man so geil findet, auch die Frage nach dem Gehalt stellen. Und da gibt es wirklich ganz extreme Unterschiede. So viel ist sicher, in keinem anderen akademischen Beruf liegen die niedrigsten und höchsten Einstiegsgehälter so weit auseinander wie bei den Rechtsanwälten. Das bestätigen alle Studien so und das ist sicher. Relativ diffizil wird es dann, wenn es um die genauen Beträge geht. Ich habe mal eine Studie von eFellows rausgesucht und die besagt, dass die Einstiegsgehälter je nach Kanzleigröße bei so rund 3.000 bis 10.500 Euro brutto betragen. Teilweise also bekommt jemand das Dreifache, was jemand anderes als Einstiegsgehalt brutto erhält. Schauen wir uns das mal genauer an. Bei kleineren Kanzleien liegt das Bruttoeinstiegsgehalt so laut eFellows bei 3.167 Euro bis 3.750 Euro. Bei mittelständischen Kanzleien bei 4.583 Euro bis 5.417 Euro. Und bei den Top 50 Großkanzleien liegt das Einstiegsgehalt bei 6.250 Euro bis, sagen wir mal so, 1.500 Euro. Die Leute vom Soldan-Institut haben hingegen vor einigen Jahren herausgefunden, dass 29% aller Berufsanfänger, angestellte Berufsanfänger in der Rechtsanwaltschaft unter 32.000 Euro brutto verdienen, was sich ein wenig mit der Minimumangabe aus dieser Studie beißt, verrechnen kann. Aber auch das Soldan-Institut hat herausgefunden, dass 23% der angestellten Anwälte auch über 59.000 Euro verdienen, was hier wieder für diesen extremen Gap spricht. Und jetzt kommt meine anekdotische Evidenz. Ich weiß aus Gesprächen mit vielen Kollegen, die sich dann hinterher in der Bewerbungsphase befunden haben bei der Rechtsanwaltschaft, dass diese teilweise knapp über 2.000 Euro nur verdienen sollten oder teilweise auch bis zu 8.000 Euro. Ich persönlich halte also einen Wert von, sagen wir mal, 2.500 Euro bis tatsächlich 10.500 Euro für realistisch. Also man sieht, es gibt zwar geringfügige Unterschiede in den Studien und Erfahrungen, was so das niedrigste Gehalt angeht, aber alle belegen eben diesen extremen Gap. Man muss halt gucken, je nachdem, welcher Kanzleiform man sich anschließt. Da besteht wirklich der gravierende Unterschied. Dann gibt es natürlich noch so kleine Unterschiede je nach Rechtsgebiet. Man wird im Sozialrecht wahrscheinlich nicht so viel verdienen wie im Gesellschaftsrecht. Also, wer richtig, richtig viel Asche machen will, der muss bei aller Kritik teilweise an den Großkanzleien auch da ganz oben anklopfen und die entsprechenden Qualifikationen und das Tempo mitbringen. Aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Also um die Frage runterzubrechen, ihr könnt als Anfänger, angestellter Anwalt zwischen 2.500 Euro und 10.500 Euro brutto verdienen. Alles darunter ist sittenwidrig, solltet ihr auf keinen Fall machen und alles darüber ist Astronaut oder irgendwie sowas. Punkt du, der Selbstständige. Kommen wir mal zu den Selbstständigen. Ich bin ja ein großer Freund von der Geschichte von Tom Sawyer und der Autor Mark Twain, der hat mal gesagt, der Mann mit einer neuen Idee ist ein Spinner
bis sich diese als erfolgreich erweist. Und diese Worte sollte der junge Selbstständige beherzigen, denn bis er mal so viel wie seine angestellten Kollegen verdient, vergehen gut und gerne mal ein paar Jahre. Man muss es ganz deutlich so sagen, wer sich selbstständig macht, geht ein großes Risiko ein. 32% aller Selbstständigen können in den ersten Jahren nicht von ihrer eigenen anwaltlichen Tätigkeit leben und sind auf eigene nicht-anwaltliche Tätigkeiten angewiesen oder Leistungen Dritter. Und wie da der Gap zwischen dem niedrigsten und höchsten Einkommen ist, kann ich euch leider nicht sagen. Aber ich kann euch sagen, wie das Durchschnittseinkommen aussieht in den ersten Jahren. Und das ist wirklich erschreckend gering. Laut einer Studie aus dem Jahre 2010 liegt der Gewinn durchschnittlich bei Kanzleigründern im ersten Jahr, was schätzt ihr? Bei 400 Euro monatlich, im zweiten dann bei 900 und im dritten bei 1500 Euro. Und selbst wenn wir das, sagen wir mal, im Jahre 2018 etwas hochrechnen, sagen wir mal 500 Euro, 1000 Euro und 1700 Euro, dann liegt das natürlich noch deutlich unter dem, was ein Angestellter verdient. Und manche verdienen im ersten Jahr tatsächlich 0 Euro. Ja, so ist das am Anfang. Ziemlich beschissen, oder? Ist es. Aber es kann gut möglich sein, dass wenn man den Laden erstmal zum Laufen gebracht hat, so nach 5 bis 10 Jahren, dass man dann deutlich mehr verdient als die angestellten Kollegen, weil die müssen im Grunde auf die nächste Gehaltserhöhung warten oder dann den Job wechseln. Und zweitens hat man natürlich noch andere Annehmlichkeiten, aber das ist auch ein anderes Thema. Also, den Sprint, den wird man wahrscheinlich deutlich verlieren. Aber im Marathon hat man eine sehr gute Chance, über dem zu liegen, was die Angestellten verdienen. Ja, und jetzt fragt ihr euch natürlich, und du, Herr Anwalt, Timmy Boy? Ja, ich kann euch sagen, ich bin im Grunde so eine Mischung aus beiden. Ich bin Selbstständiger, aber habe natürlich am Anfang, wissen auch schon einige, Vitamin B bekommen. Das heißt, ich bin hier in eine Kanzlei eingestiegen, die direkt auch einen Bürobetrieb hat. Das heißt, ich kann Angestellte benutzen, ich muss mich um diverse Sachen nicht selbst kümmern und hatte natürlich auch von Anfang an Mandanten, was für einen jungen Anwalt ziemlich gut ist. Und deshalb habe ich auch allergrößten Respekt vor den Kollegen, die sich selbst alles heranschaffen. Aber auch ich muss gucken, dass Geld reinkommt. You eat what you kill. Das bedeutet, jeder Euro, den ich an Nettoumsatz mache, da muss ich erstmal die Hälfte von abgeben für die schönen Räumlichkeiten, für die Angestellten, für den Bürobetrieb, für Marketing etc. pp. Und von dieser Hälfte, da muss ich meine Krankenversicherung, meine Rentenanwartschaften, meine Einkommensteuer, mein Auto und alles, was ich so brauche, bezahlen. Und den Rest, den ist im Grunde mein Privatvergnügen. Also, wenn ihr selbstständig werden wollt, dann müsst ihr euch bewusst werden, dass ihr jeden Tag so circa 400 bis 600 Euro verdienen müsst. Das muss euch jemand geben, allein aufgrund eurer geistigen Leistungen. Und wenn ihr mal einen Tag krank seid, dann müsst ihr am nächsten Tag halt mehr verdienen. Ihr habt 220 Arbeitstage, in der Regel sind es als Selbstständiger viel, viel mehr. Aber wenn es 220 Arbeitstage sind, müsst ihr so 400, 500, 600 Euro verdienen. Also, wenn ich mal weniger verdiene, dann seid ihr und nur ihr schuld, weil ich dann Skript schreibe oder ein Video drehe. Nein, also momentan entwickeln sich die Dinge so, wie ich mir das so ungefähr vorstelle. Aber ja, im Prinzip ist es so. Jedes YouTube-Video, was ich vielleicht so einen Tag für brauche insgesamt, kostet mich im Grunde 500 Euro. Also könnt ihr mal sehen, was ihr mir wert seid. Tja, liebe Rechtsfreunde, vielleicht überdenkt jetzt der ein oder andere von euch seine Entscheidung und denkt sich, Selbstständigkeit mache ich doch lieber nicht. Aber wie gesagt, am Ende knallt die Peitsche. Mir war es nur wichtig, dass ihr mal so eine Vorstellung bekommt, wie viel verdient man beispielsweise als Anfänger in einer kleineren Kanzlei oder in einer Großkanzlei
und wie schwer ist es tatsächlich als Selbstständiger. Wenn das Video für euch hilfreich war, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir bitte einen Daumen nach oben. Wir werden in den nächsten Videos uns auch mal so ein bisschen dem Thema Selbstständigkeit, Angestellter, Vor- und Nachteile widmen, damit ihr da noch weitere Faktoren habt, die ihr in eure Überlegungen einbeziehen könnt. Wenn ihr das wollt, wenn ihr das sehen wollt, dann aktiviert unten unbedingt das Abonnieren-Symbol, aktiviert auch unbedingt die Glocke, damit ihr immer sofort auf dem Laufenden seid. Ich würde sagen, wir sehen uns in den nächsten Wochen wieder, wenn es wieder heißt, brecht die Regeln, aber nicht das Gesetz. Bis dann, ciao. Thank you.